Das einzige Kaufhaus für Wäsche, Kleidung und Spielwaren in der Roßlauer Hauptstraße 11 wurde 2005 durch die Stadt gekauft und somit die Voraussetzungen geschaffen, eine Bildungs-, Kultur- und Informationseinrichtung für die Einwohner zu schaffen. Die alte Bibliothek lag weit ab, am Ortsausgang Richtung Dessau, und so freuten sich die Mitarbeiterinnen im Herzen des heutigen Ortsteils Roßlau im Kulturkaufhaus ihre Bücher Anfang 2012 in neue Regale stapeln zu können. Welches Resümee kann man nun nach einem Jahr Eingewöhnungsphase ziehen? Ja, also die Bibliothek ist wirklich sehr gut aufgenommen worden, und man freut sich in den Gesprächen, dass man eben sogar von einem Kleinod in unserer Stadt spricht, dass die Bibliothek ein solcher ist, und man kommt einfach gern zu uns. Und darüber sind wir eigentlich auch froh, weil das ist ja unser Anliegen, für unsere Nutzer da zu sein, mit ihren Augen zu sehen, was wünschen sie sich. Und das ist uns wichtig, dass wir die Bibliothek unserer Bewohner sind. Wir haben einmal sehr viele Leser dazugewinnen können, einfach durch die herrliche zentrale Lage. Das macht wirklich viel aus. Wir hatten fast eine Verdopplung der eingetragenen Benutzerzahlen. Ist nur eine statistische Größe, sagt eigentlich nicht so viel aus, weil ein Benutzer nur einmal im Jahr gezählt wird. Aber die Besucherzahl ist vielleicht interessant. Waren wir so um die 8.000 in der Südstraße, sind wir jetzt bei über 22.000 hier in dem Haus. So dass man sagen kann, jeder zweite Roßlauer Säugling war dann schon mal bei uns zu Gast. Auf zwei Etagen mit ca. 600 Quadratmetern lichtdurchfluteter Publikumsfläche finden die Besucher alle Angebote einer modernen Bibliotheksfiliale mit ca. 26.000 Medien und die Dienstleistungen einer Touristinformation. Gefeiert wird die ganze Woche über, so finden Lesungen und Vortragsreihen statt. Hauptsächlich ortsansässige Firmen waren mit dem Umbau des einzigen HU-Warenhauses beschäftigt. Rund 2,7 Millionen Euro wurden in den Jahren 2005 bis zur Fertigstellung im Jahr 2012 verbaut. Dabei halfen Förderprogramme für Kommunen und zur Stadtsanierung. Aber auch Eigenanteile musste die Stadt leisten. Und die haben sich gelohnt. Ein Kleinod, welches allein am Eröffnungstag am 6. März 2012 800 Besucher empfangen konnte. Was wünscht sich die Chefbibliothekarin für die Zukunft? Ich hoffe, dass es eine gute Zukunft für uns sein wird. Wir haben uns eigentlich sehr viel vorgenommen. Wir wollen unseren Weg fortsetzen, die gute Zusammenarbeit mit den Kindereinrichtungen fortsetzen, das heißt mit den Kindergärten, mit den Schulen unseres Stadtteils zusammenarbeiten. Da haben wir schon einige Pläne, und auch der März hält in unserem Jubiläumsmonat sehr viel für uns bereit. Die gesamte Mainzdorfer Grundschule wird im März bei uns zu Gast sein. Wir haben Vorlesewettbewerbe, wir haben eine Autorenlesung und eine Bibliothekseinführung. Und dann wird auch am 20. März eine sehr schöne Sache sein. Alle drei Grundschulen, Rottleben, Waldstraße und Mainzdorf, sind dann bei uns zu Gast. Und wir ermitteln den besten Leser der dritten Klassen unseres Stadtteils. Das ist auch eine sehr schöne Sache, die wir schon seit Jahren machen, in gemeinsamer Zusammenarbeit mit Frau Grosser, unserer ehemaligen Buchhändlerin. Ist auch mal ein sehr, sehr schönes Anliegen von uns, mit den Schülern zusammenzuarbeiten. Übrigens, den Namen Ludwig-Lippmann-Bibliothek erhielt die Einrichtung im Andenken und in Würdigung von Ludwig Lippmann. Er war der Initiator der ersten öffentlichen Bibliothek für die Roßlauer, die am 3. April 1904 ihre Türen öffnete.